Guten Morgen, Leute. Oh, jetzt erstmal ein leckeres, heißes Teechen. Landau an der Isar. Mit richtig viel Höhenmeter. Aber ich erhoffe mir davon einen schönen Sonnenaufgang. Wer sagt's denn? Laut dem Höhenprofil meiner Navi-App bin ich jetzt am höchsten Punkt von Landau angekommen und fahre gegen Osten weiter. Einfach nur Gott sei Dank, dass ich sowas erleben darf. Und gerade jetzt geht's wieder ab. Wärts. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was das für ein Bild abgibt. Das ist nicht nur von Zitronengelb bis rosa, da sind Violetttöne drin. Da gibt's Orange. Einfach faszinierend. So, jetzt habe ich mich abgelenkt. Ich muss wieder auf dem Radweg. Jetzt hatte ich 5 Kilometer, so einen steilen Anstieg. Davon habe ich 90% geschoben. Und jetzt kriege ich das hier als Belohnung. Gott sei Dank. Bockerlbahn-Radweg. Es muss aber richtig kalt heute Nacht hier gewesen sein. Die Pfützen hier, die sind noch richtig zugefroren. Aktuell haben wir es minus 1,2 Grad. Der Filztalradweg. Das ist der höchste Punkt meiner heutigen Tagesetappe. Wenn ich das hier auf der Navi schaue, wo der rote Punkt ist. Und auch der kälteste. Ich denke mal, es wird jetzt nur noch wärmer. Runter zur Donau. Gerade kommen Leute daher zu mir, sehen mich und drücken mir 10 Euro in die Hand fürs nächste Frühstück. Auch sowas gibt's. Guten Morgen. Und gestärkt an Leib und Seele, denn sowas ist wirklich herzerwärmend, geht's jetzt weiter. Fahre ich gerade hier vorbei, steht
Tapferkapelle. Ich genau denke mir aber, dass der Mensch nicht so sehr gelobt werden sollte, zu sehr. Er mag zwar Anerkennung, aber Gott sei gelobt. Und wenn wir schon bei der Kapelle sind und heute so ein toller Tag ist, mein bester auf der ganzen Radtour, dann singe ich euch einfach aus dem Herzen voller Freude vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobet der Name des Herrn, sei gelobet der Name des Herrn. Und weiter geht's. Am Donauradweg angekommen, verlasse ich jetzt Vilshofen und fahre Richtung Passau. Und 12 Kilometer hinter Passau, oben in den Bergen, habe ich Bettenasyl. Das ist auch so was Herzzerreißendes, wenn Leute einfach nur gutmütig sind. Guten Tag. Und manchmal scheint nicht nur Menschen loben Gott, sondern auch die Vögel. Ich denke immer wieder, die ganze Tour lang, an all die Leute, die mir geholfen haben, die auch jetzt SMS zum Beispiel schicken, die motivieren. Ich krieg halt keinen WLAN im Moment rein, aber es ist einfach schön. Und jetzt zum Beispiel aktuell habe ich hier gerade eine Erle gefunden mit Knospen. Eine junge Erle. Und da denke ich an zum Beispiel Martin, Navishow. Und an viele andere, von denen wir viel gelernt haben. Und so macht so eine Radtour einfach insgesamt mehr Spaß. Ja. Ich bin kurz vor Passau und dann klinke ich mich aus für heute. Zum Glück ist die Sonne noch recht weit oben, also habe ich noch ein bisschen Zeit, Wäsche zu waschen und so weiter und vorzukochen, falls notwendig, beziehungsweise Einkäufe zu machen. Ansonsten wünsche ich allen, für die es interessant wäre, Shabbat Shalom und den anderen ein gutes Wochenende. Auch ein Dank an Jonas für seine Trockenfleisch-Patties. Es sind immer mal wieder lecker gewesen und vor allen Dingen, sie wiegen fast nichts.